Also ja, also da gibt es genau zwei Sachen, an denen wir ganz, ganz doll arbeiten müssen in den nächsten 12 Monaten. Und zwar zum einen wirklich mehr Aktivistinnen, also mehr Wiesel, wie wir sagen, also mehr aktive Community-Mitglieder an Bord zu holen. Denn die sind das Bindeglied zwischen den professionellen Lobbyisten vor Ort und der, also der großen Community, die halt doch immer ein abstrakter Begriff bleibt. Das Zweite ist, ich würde sagen, wir haben uns bereits ein Vetorecht herausgearbeitet. Das heißt, wenn jetzt ein Vorschlag kommt, der uns so gar nicht gefällt, können wir mobilisieren und wir können den mit allergrößter Wahrscheinlichkeit aufhalten. Allerdings, das reicht uns ja noch nicht. Wir wollen ja nicht einfach Sachen stoppen. Wir sind ein Verein, der möchte die Welt verändern und die möchte die Welt verbessern. Und um das zu erreichen, müssen wir natürlich auch positive Veränderungen erwirken. Und das ist eine große Herausforderung und da muss man dann eher nicht mit 100.000 Menschen, sondern eher so mit 10 oder 20 Menschen, aber dafür über Jahre wirklich konstruktiv arbeiten und ich glaube, das müssen wir noch sehr stark drücken. Liquid Lobbying ist ein Konzept, ob es die Zukunft ist, ich würde es mal nicht überbewerten, aber Liquid Lobbying ist vor allem ein Werkzeug, eine Taktik, vielleicht sogar eine Strategie, die uns jetzt helfen kann, die modernen Technologien, also IT, das Internet zu benutzen, um bestimmte Schieflagen, die es gerade beim Lobbying gibt, also dass halt Zivilgesellschaft eher unterrepräsentiert ist, zu überbrücken. Noch vor vielen, vielen Jahren hat es eine Software Patents Directive gegeben, das hat die Kommission versucht, auf Software Patente einzufügen. Damals hat die Free Software Foundation Europe ganz stark Kampagnen dagegen gemacht. Das waren halt meine ersten Versuche. Danach kam ACTA, dann habe ich dann irgendwie so auch in Wien und in Bulgarien mitgemacht. Und das hat irgendwie so das Feuer für diesen politischen Prozess irgendwie bei mir angezündet und dann war ich dann irgendwann in Brüssel und war Wikimedianer und habe mir gedacht, okay, jetzt machen wir es auch richtig.